Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zum Sprüchli-Abend 2015, aufgezeichnet im Hotel Möhren, Zwillisal. Verschiedene Gruppen haben quasi Teppich gelüpft und das darunter geführt geholt, was die einen oder anderen still und heimlich darunter gewischt haben. Der Staub hat tüchtig gewirbelt, die Gruppen haben fleissig gedichtet und zwirbelt. Lassen Sie sich überraschen, was da alles wieder der Weg ans Tageslicht gefunden hat. Achtung, es geht gerade los. Vorab aber noch ein herzliches Dankeschön an folgende Firmen, die mit ihrem Engagement ersten Bericht ermöglicht haben. Du musst halt einfach noch ein bisschen warten, bis das Röhrchen noch ist. Durch den Abend begleitet sie den Werner Birkli. Im Namen von der Parnösenzunft und von dem Restaurant Möhren möchte ich euch herzlich begrüßen. Und wir fangen jetzt gerade an mit der ersten Gruppe. Und zwar wird das Versli grüßen. Und dann machen sie so: immer wenn sie hinkommen, einen positiven Applaus. Und wenn sie rausgehen, noch einen grösseren Applaus. Am besten gerade aufstehen. Und, auch wenn es euch nicht so gefallen hat, gleich klatschen. Also wirklich, dass wir hier eine gute Stimmung haben. Es tut Rumoren auf der Welt, der Markt spielt verrückt. Es dreht sich alles nur ums Geld, das Ersparte wird verbucht. Die Spekulanten sind emisch, die ganze Branche krank. Wir haben dafür kein Gegengift in unserem Medischrank. Wir sind darum so euch heute kommen, wenn denn Lachen ist doch immer noch die beste Medizin. Frau Merkel macht sich allerhand Ferien in Griechenland. Minus Zinsen, Schuldenschnitt, der SMI verrückt. Es wäre, das ist jetzt der Hit, Billionen angedruckt. In Griechenland passiert gar nichts, Frau Merkel ist ja da. Sie sagt, Schulden nachgelassen. Betracht mir Euro, Dollar, Pfund. Mir wird nicht nur mehr Hand. Das endlich uns kann
Löff und Zunft. Eine rechte Gage zahlt. Es braucht jetzt endlich Gottfried Stutz einen zünftigen Fassadenschutz. Es strahlt schon bald in neuen Kleid das Haus beim Heiligblut. Ein toller Bau hat's hergelegt, der Anblick, der tut gut. Trotzdem hat mir rettet, mir könnt's noch schöner haben. Fand sie doch das Werte hin, paar Bäume noch vorne dran. Und lönt sie wachsen zur Spur, das wär doch ganz verrückt. Und gar noch positiv dazu, die Fassade wär verdeckt. Frau Bieri können wir hier nicht loben. Sie schafft mit DDR-Methoden. Der Stadtrat macht einen guten Job. Sie spart, wo sie könnt. Das Schüren wäre für alle top. Nicht noch mehr aufgehört. Doch jetzt übertrieben sie's. Der Kunde wird noch da. An Gemeindeversammlung, hure mies. Gibt keine Reden lassen. Wenn jemand etwas sagen will, der muss in Zukunft geben. Selber von daheim jetzt ein Mikrofon mitnehmen. Die Wut auf die Gemeinde ist nicht so gross. Die meisten arbeiten ganz famos. Doch gewisse Sachen, das ist klar, die laufen doch noch rund. So müssen wir gar nie Sorgen haben, ob die Steuererklärung kommt. Der Blog ins Haus, das ist kein Hit. Weg Wasser, Zins und so. Nur der Werk ist sehr ist fit, die Männer möchten froh. Der Schocki ist schon blieb der Best, und das hat seinen Grund. Der schoret schon im Friedhof hin, bevor es kann schneien kommt. Unser Job wird geil und geiler, jetzt sind wir noch Selfitis-Heiler. Ein ganzer Haufen Prominenz ist auf dem Selfies drin. Sie zeigen die Welt mit ihren Schwänzen, wir wollen das Werden hin. Wir hätten es auch probiert. Und zu denen zu bewohnen, wo wär ich auch daran interessiert, doch nicht hätt können kommen. Mir wär in die Vögel plötzlich da, doch leider zum Verdruss. Wir müssen jetzt bleiben lassen, es ist uns kalt verrost.
Gewerbeverein, da kommen wir draus. Jetzt haben wir gar ein Warenhaus. Es tut ein Mann in die Post hier gehen und gleich schon rief er aus. Mit diesem blöden Zettel hier, da kommt er keiner draus. Nach 20 Minuten wird's dann gut, da ist er endlich dran. Er müsste uns jetzt sein voller Wut für die Frau Ravioli haben. Das Fräulein sagt, das ist jetzt schade, ja, unser Geschäft, das läuft. Wir haben vor 10 Minuten gerade die letzte Büchse verkauft. Der Pfarrer Martin, der macht's gut. Der von Chur bringt uns in Wut. In Bürgle sagt ein junger Mann, ich bin ein armer Gesell. Der liebt Gott, tut mich nicht gern an, bin homosexuell. Lieber Vitus, hilf mir doch, ich hab so kein Beschwer. Ich gehe in ein grosses Loch, Geld du tust vergeben. Kein Sagen, nein, da bleib ich her, seid ihm der fromme Mann. Doch Zärtlichkeit, er liegt im Bett, das könnt ich voller haben. Das wär's denn sie, mir mach im Schluss, das Jahr ist schwierig gewesen. Es geht überall so viel Verdruss, ja die Welt spinnt immer mehr. Es fällt uns schwer, wie selten je, so Gespässli machen da. Wenn Menschen Alltag kannst du es gesehen, sich Grinde gilt verschlagen. Doch jammere, das hilft dich heim, es ist besser, wenn man lacht. Probier ins Hol, jetzt und daheim. Ciao zusammen und gute Nacht. Thank you.
Thank you.
Folgenden Firmen gilt ein herzliches Dankeschön, weil sie haben mit ihrem Engagement diesen Bericht erst ermöglicht haben.